Oh, say can you see, dass ich heute die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika anhabe. Say, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des AFC Bournemouth Karrieremodus. Wir sind am Start, vierte Episode, und heute geht es unter anderem gegen den FC Chelsea. Es wird eine sicke Episode und eventuell, ja, können wir uns heute mal ein bisschen befreien aus dem Abschießkampf. Momentan sind wir 16, da wir wollen im Mittelfeld landen am Ende. Das ist unser Ziel und wir wollen das heute anpacken. Und wie genau, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Spielen zunächst gegen Chelsea, dann gegen United, dann gegen West Brom, dann gegen Crystal Palace, dann gegen Arsenal, dann geht es in die Transferphase, noch gegen Leicester, und dann ist hier erstmal Pause und am 9. werden wir dann erstmal, ja, Pause machen und die nächste Episode starten. Allerdings habt ihr trotzdem gerade gesehen, das sind 6 Spiele, nur 1 gespielt gegen Chelsea und dann 3 richtig schwere Brocken. Mal sehen, wie wir da so abschneiden werden, aber vielleicht packen wir es ja, uns ein bisschen runden zu befreien. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, 1000 Likes wären richtig sick. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber werden wir ja auf jeden Fall rausfinden. Videobeschreibung sind Links zu Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und IG Vault. 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV könnt ihr euch da auf eure Bestellung runtersneaken. Würde ich mich drüber freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Aber der Like ist das Wichtigste. Und natürlich könnt ihr auch gerne einen netten Kommentar da lassen. Würde ich mich auch drüber freuen. So, ihr seht schon, das ist unsere Elf, mit der wir gleich auch antreten werden tatsächlich. Ja, das heißt, das lohnt sich irgendwie gar nicht, dass ich euch gleich zeige im Spiel. Aber trotzdem sieht das einigermaßen okay aus. Wir haben sehr schlechte Form, müssen damit irgendwie bestehen. Mal sehen, wie das klappt gegen den FC Chelsea. Und ja, ohne weiteres Rumgeschnacke würde ich sagen, gehen wir da rein und versuchen uns irgendwie, ja, besser zu verkaufen als zuletzt in den simulierten Spielen. Gegen City und Liverpool hat es ja geklappt, als wir gespielt haben. Allerdings muss man dazu sagen, die, da haben wir ja auch nicht gewonnen. Und die strugglen ja in Realität auch ab und zu mal gegen kleine Teams. Chelsea, abgesehen von letzter Saison, eigentlich nicht. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Stamford Bridge, Gestöber oder Schnee? Habe ich nicht drauf geachtet, aber gut, das sind die Witterungen und auch damit müssen wir klarkommen. Die Aufstellung von Chelsea sparen wir uns jetzt auch einfach mal, weil die sowieso nicht interessant ist, weil die sowieso einfach nur besser ist als unsere. Unsere habt ihr ja gerade schon gesehen. Bei Chelsea, ihr seht schon, William als Azpilicueta, Mikel, Costa, Hazard wird auch spielen, Michael Oliver als Schiedsrichter. Ist das Remi, der da steht? Das würde mich jetzt überraschen. Ne, ist Falcao anscheinend, oh wei. Naja, wird auch so werden, auf geht rein die Partie. Ajorfa, so schnell kann das gehen, 1-0. 2 Minuten gespielt, auswärts liegt uns einfach. What the fuck, was für ein Start durch unseren Rechtsverteidiger Dominic Ajorfa. Setzt sich hier schön durch, der Pass. Ich weiß nicht von wem, von Kasaishvili vielleicht. Dann setzt er sich durch gegen Zuma und der Abschluss ist super für einen Rechtsverteidiger, der 1,93 ist und eigentlich nur Defensivqualitäten besitzt. Wir führen gegen Chelsea, perfekt. Der Ball auf Afobe. Afobe, schade. Ich weiß immer noch nicht, wie ausgesprochen wird. Afobe, Afobe, Afobe. Keine Ahnung. Kasaishvili mit der Balleroberung. Der kann schießen aus der Distanz, aber das war vielleicht ein bisschen optimistisch. Ah, Chelsea sieht richtig under pressure. Die sind noch nie nach vorne gekommen, nicht mal ansatzweise. Kasaishvili und da ist Callum Wilson, der kommt nicht ran, aber Emre Mor, oh nee, der könnte auch das Tor vorgelegt haben, ich glaube, der war das sogar, wenn ich den gerade so mit seiner filigranen Technik hier wieder am Ball sehe, oh, das macht er klasse, der Ball auf, ja, Jesus, was macht der so weit vorne, der soll Sechser spielen, aber holt sich den Ball schon wieder, fast, faul, bitte. Juan Manuel Iturbo setzt sich da durch gegen Branislav Ivanovic, ist im 16er, Baller einfach mal drauf, Junge, der ist drin! Das ist das 2-0, das ist Callum Wilsons Tor. Er hat ihn sich noch weggesneakt. Unser Top-Torjäger macht das 2-0 gegen den FC Chelsea. Juan Manuel Iturbo geht da außen lang, setzt sich schön durch und einfach mal draufgeballert. Da sieht Begovic nicht gut aus und Wilson drückt ihn rein. 2-0, von Chelsea kommt gar nichts. Und wir machen hier Party. Also gestern besiegt Wales Belgien, jetzt führt Bournemouth an der Stamford Bridge. Wilson, der Pfosten nochmal, Wilson und Begovic. Was ist denn jetzt hier plötzlich los? Bournemouth spielt sich in einen Rausch und Chelsea kommt gar nicht mehr klar mit ihrem Leben. Oh, Lindelöf, klasse dazwischen und jetzt Kasaishvili und die Konterchance. Wilson ist schnell genug, Ball kommt aber auf Afobe und Afobe oder Afobe oder ich muss den Vornamen Benedikt, heißt er Benedikt? Ich sag jetzt so. Übrigens, das ist doch kein Gestöber hier, das guckt immer den Boden an, das ist eher ein Blizzard schon, da wird auch kein Mensch Fußball spielen. Rui is in the middle, Balanios is on the back post as well, and Balanios, it did bounce to him. Afobe, nach der Flanke von
Ich meinte Benedikt. Aber der Flanke von Emre Mor, der macht ein richtig gutes Spiel da außen, unser kleiner Türke. Und wird als Folge dessen eiskalt ausgewechselt. Nein, seine Fitness ist nicht mehr so da. Dafür kommt, bei Chelsea Hummels für Ivanovic. Kennen wir ja den Transfer. Und bei uns kommen King und Gradel für Mor und Kasaishvili, die beide ein gutes Spiel gemacht haben. Sanchez mit einer schönen Balleroberung. Und jetzt der Ball auf FO. Benedikt. Ach, übrigens spielt Chelsea mit Amelia. Das hatte ich irgendwie missverstanden oder missgesehen oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, ob Begovic überhaupt noch da ist. So, und jetzt stehen sie natürlich offen näher. Da ist jetzt Joshua King. Muss er jetzt mal alleine machen, weil die Laufwege scheiße waren. Macht er alleine nicht so gut. Ich bin von AV übrigens oder von Ben oder wie auch immer er jetzt heißt, kein großer Fan. Ich glaube, ich werde ihn im Winter auch verkaufen. Wir brauchen da wirklich einen starken mal neben Wilson. Irgendwie einen Kopfballstarken oder so. Tyrone links nochmal auf Iturbo. Oh, der ist einfach mal weggelaufen. Ich weiß nicht, ob er im Abseits stand, aber gut. Dann halt nicht. Und ist vorbei. Wir gewinnen 2-0 an der Stamford Bridge gegen Chelsea. Total ungefährdet. Es gab keine wirkliche Szene, wo man sagen hätte können, dass Chelsea überlegen war oder dass sie gefährlich geworden wären. Ganz, ganz starke Partie. Ayoub hat uns früh in Führung gebracht und dann kam Callum Wilson und hat mit seinem, ich glaube, 9. Saisontor oder sowas, und das, obwohl wir 16er sind, hier die Entscheidung gemacht. Ja, richtig geiles Spiel. Weiter so, kann man dann sagen. Vielleicht ist es gut bis oben jetzt für das Spiel gegen Man United. Training beim FC Bournemouth und wir haben zwei Upgrades, bei Kempf und bei Tyrone Mings. Sehr schön, Mings ist schon auf 74. Hier, ich habe ihn schon gefunden. Mevlüt Erdinç, der wird's werden, aber nein, der ist ja verliehen. Deswegen vielleicht steigt die Abatte, der Vertrag läuft sowieso aus, vielleicht können wir den günstig schießen. Heimspiel gegen United, ich habe einfach keine Wechsel vorgenommen, mal sehen, ob das funktioniert, wie ich es mir denke. Wir verlieren 2-0, zwei Tore durch Schweinsteiger. Naja, immerhin nicht 0-5. So, weiteres Training und ja, solide Ergebnisse bei Emre Mor geht's gut voran. Das Spiel hat für die Formel wieder absolute Wunder gewirkt. Guckt euch das an. Wir haben alle, also, Mann ey, schlimm. Und jetzt geht's gegen West Brom, die ein bisschen vorne stehen, aber nur ein bisschen. Haben zuletzt gegen Liverpool unentschieden gespielt, wie wir gegen Tottenham verloren und gegen West Ham unentschieden gespielt. Wir haben jetzt Buruj ins Tor gestellt, weil der nicht mit Form unten ist. Und das könnte uns helfen, Callum Wilson. Der ist richtig gut drauf, der ist stark. Und wir gewinnen tatsächlich 1-0. Wie geil ist das denn? Halleluja, richtig, richtig nice. Buruj hat geholfen. Form komplett korrigiert, aber wirklich komplett. Zur Belohnung gibt es eine Trainingseinheit und die läuft ordentlich, sehr ordentlich. Schön, Iorfa mit 3 Stat-Upgrades. Wir haben diese Episode 6 Punkte geholt. Haben wir das überhaupt schon irgendwann mal? Ich glaube nicht. Und wir stehen sogar vor Crystal Palace, gegen die wir jetzt spielen, und können uns ein bisschen von unten abgrenzen. Und das wollen wir natürlich auch machen. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Bleibt alles beim Alten eigentlich. Buruj spielt auch im Tor, weil ich möchte nicht gegen Crystal Palace verlieren. Die haben zuletzt gegen United und gegen Stoke verloren und gegen Southampton unentschieden gespielt. Mal sehen, wie das hier laufen wird. 1-1. Ach. Kennen wir das Ergebnis, was? Oh, Leandro Damião spielt hier mittlerweile bei Betis. Das ist auch mal interessant. Der Vertrag läuft aus. Aber der ist noch so jung? Verwirrend, verwirrend, verwirrend. Aber gut, soll uns nicht weiter kümmern. Oh, 3x C, 1x D und kein Upgrade bei Emre Mor, was ich erwartet hätte. Schade. Aber Schusskraft und dann haben wir es. Also fit ist jetzt nicht das Attribut, mit dem unsere Spieler beschreiben würde. Und das vor dem Spiel gegen Arsenal. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt eine richtige Reibe bekommen. Ich freue mich schon richtig. Aber mal sehen, was wir da jetzt ausschlagen können. Und dann sind wir 13. Wir können wieder zurückfallen, und zwar richtig. Wollen wir eigentlich nicht, aber Arsenal ist auch Dritter. Also ist sehr unwahrscheinlich, dass wir es nicht tun werden. Auf geht's. Zuletzt haben wir gewonnen gegen City und gegen Southampton. Mal sehen, wie es gegen uns laufen wird. Bin gespannt. 3-2. Schade. Gabriel macht 2 Tore und kriegt gelb-rot. Der hat auch ein krasses Spiel gehabt dann. Und die Form geht gleich wieder komplett runter. Nur wegen 3 Gegentore. Wir haben auch 2 geschossen, Freunde. Wir dürfen übrigens, wie ihr seht, noch gegen Shrewsbury spielen. Zum Anfang des Januars. Mal sehen, was wir noch so haben. Nichts Interessantes, denke ich mal. Nee, nicht wirklich. Abgesehen hiervon. Ich möchte Rui eigentlich ganz gerne nach. Ach, guck mal, geht schon. Oh Gott. So teuer. So teuer. So teuer. So teuer. Wozu brauchen wir ja eigentlich? Wir haben Minks. Und das haben wir fast schon gedacht. Aber den gebe ich auf keinen Fall. Außer für 100 Millionen. Unser Däne weiß einfach, wie man mich glücklich macht. Der enttäuscht nie. Ich habe übrigens meinen BVB-Karrieremodus alles vorher gesagt. Ich mache mir Sorgen, dass wir mit einer A11 gegen Shrewsbury spielen müssen, by the way. Aber ich habe alles vorher gesagt, ne? Hummels, Gündogan, Mkhitaryan und ich wurde für unrealistisch gehalten. Wir gewinnen 2-1 durch Emre Mor, was schön ist, und Iorfa, der schon wieder trifft. Perfekt. Ich hätte mich auch geschämt, hätten wir verloren. Transferangebot, Callum Wilson, dachte ich mir, dass die 52 Millionen nicht bezahlen möchten. So, und wir spielen demnächst gegen Leicester. Kasaishvili dankt sich, gucken euch die Geld. Nein, Mor dankt für die Partie. Und wir simulieren nochmal eine Trainingseinheit und gucken da mal einen neuen Stürmer.
Gröning sieht gut aus, Emre Mor ist schon gestiegen und ist schon direkt wieder auf einem guten Weg zum nächsten Rating. Und auch Callum Wilson, das sieht nicht schlecht aus, und Ayoub sowieso nicht. Ich hätte gerne Gaston Ramirez, aber den können wir uns auch nicht leisten. Und jetzt versuchen wir einmal Diabate zu holen von halt eben Bordeaux. Und versuchen einfach mal spaßeshalber den Kollegen... ich wollte auf jeden Fall den Kollegen Phobe oder Phobe mit dazu tun, aber geht anscheinend nicht. Ich finde, es ist dumm, den zu verkaufen, weil der ist 22. Eigentlich, nee, den kann ich nicht verkaufen. Ich will aber trotzdem noch einen Stürmer, das heißt, wir verkaufen Glenn Murray. Und wir, ja, Quigley verleihen wir sowieso und Wilson behalten wir und ja, gut, Graben ist schon auf der Transferliste. Wir haben einen dicken Kader, wir haben eine gute Jugend, brauchen Geld. So, Borduc und Federici auf der Transferliste. Cook nicht, Distin auch nicht, Elphick. Weiß ich nicht, vielleicht dann doch, nee, aber Elphick könnte man mal draufsetzen, weil wir haben ja noch Cook als Ersatz. Simpson können wir mal verleihen, so, Saint-Just haben wir dann auch noch. So, Daniels ist sowieso schon drauf anscheinend, Lee ist verliehen, Smith hier, den Kollegen können wir eigentlich, nee, Francis verkaufen wir mal. So, dann haben wir Arthur, Butcher, McDonald ist aber Transferliste, Sermon, Gosling, wenn wir ihn nicht spielen lassen, kann ich dementsprechend auch verkaufen, weil ich habe ja noch Arthur und Sermon. Für Ersatz, ne? So, den Rest haben wir schon. Brauchen ein bisschen Geld. Alle wollen nur Wilson haben. Meine Güte, geht weg. Ist meiner. Bei Regatta versuche ich es übrigens mal mit dem Transferangebot, einfach weil der zu stark ist, um es nicht zu versuchen, ablösefrei. Mit 24, der kann flexibel spielen. Ja. Ach, Caicedo ist fertig. So, das sind übrigens die Stürmervarianten, die ich jetzt, ja, passt mal auf. Caicedo wäre einer davon, aber der ist, na, weiß ich nicht. Nee, zu teuer auch. So, den haben wir noch nicht fertig gescoutet. Diverson wird auch zu teuer sein, nehme ich mal ganz stark an. Leandro Damião wahrscheinlich auch. Dementsprechend haben wir ja schon Diabate gesehen. Mamdjouf möchte ich auch nochmal versuchen. Und das war es dann eigentlich schon, beziehungsweise wir können mal ganz kurz hier gucken. Wir haben ja den Scouting-Auftrag. Ach ja, genau, Nelson Oliveira, da dauert es noch kurz. Bei Kozak dauert es noch lange, aber der ist sowieso eine Notlösung. Rudi Gestad könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, einfach weil der ein Monster ist, was die Luft angeht. Und weil der auch nicht so teuer sein müsste, obwohl er gerade erst gewechselt ist. Und Juf hier, den haben wir, den wollen wir jetzt sowieso schon direkt mal versuchen. Seine Form ist schlecht, na toll. Wir haben momentan auch gar nicht das Geld dafür. Spieler ist zu wichtig für sie. Ganz ehrlich, können wir uns schon wieder nicht leisten. Aber geht nicht anders, weil sonst müssen wir ablösefrei. Und dann haben wir ihn aber erst im Sommer. Und ich brauche ihn eigentlich jetzt, weil wir brauchen einen Top-Stürmer. Auch wenn wir zwei gute haben, aber wir brauchen nochmal einen, also einen, der wirklich auch Kopfbälle reinmachen kann. Sonst wird das nicht. Ich versuche nochmal Budget zu erhöhen, weil, oh, nee, okay, da kann ich nicht weiter. Vielleicht. So. Ist ja egal, in welchem Pokal. Wir brauchen Geld, weil sonst wird das nichts. Ich simuliere jetzt nochmal das Spiel gegen Leicester, damit wir nochmal kurz ein bisschen weitermachen können. Gegen Thousand und Liverpool haben sie gewonnen, gegen City haben sie verloren. Und gegen uns spielen sie unentschieden. Da bin ich aber zufrieden, ehrlich gesagt. Ist in Ordnung. Kasaishvili trifft mal zur Abwechslung. Ja, wir kriegen nochmal Geld. 5,1 Millionen, das ist gut, das ist ein Anfang. Plus Form ist wieder okay und gleich ist er mehr wert. Das ärgert mich jetzt richtig heftig, weil den hätte ich echt gerne gehabt, Diabate. Scheiße, aber gut, ja, Schalke ist halt besser als wir. Aber Regatin ist da und würde annehmen und dann nehmen wir den auch mit. Das ist gar keine Frage. Sehr guter Spieler. Allerdings wollte ich halt einen Stürmer haben. Solange wir aber keine Angebote bekommen für unsere Ersatzstürmer, brauchen wir da sowieso nicht überdenken. Ich weiß nicht, warum alle Wilson wollen. Warum nicht Ephobe? Bei dem würde ich noch überlegen. Hier will man Rand hier haben. Und zwar Birmingham. Aber ein bisschen an Markt, müssen wir noch rangehen. Mann, warum können wir nicht einfach mal ein Spiel gewinnen, ey? Oh, das ist doch echt schlimm. Und Saint-Just wird noch gelb-rot gesperrt. Der war schon schlecht in Form. Jetzt ist Katastrophe. Stoke will 12 Millionen für Juff. Ich glaube, es hackt, Alter. Den Schaden? Ich biete einfach mal auf Gestad, weil warum nicht? Vielleicht versuche ich auch irgendeinen Spieler zu leihen. Das wäre auch eine Option. Erstmal, oh, gute Ergebnisse. Und Emre Mor, der hat echt Bock zu steigen. Geil. Übrigens ist Wilson der zweitbeste Schütze der Liga. Und wisst ihr nach wem? Das ist eigentlich traurig. Nach Dele Alli, der hat 15 Saisontore. What the fuck? Ich würde euch gerne mal irgendwie einen Transfer mitteilen von irgendjemandem, aber es kommen hier halt nur Angebote für Callum Wilson rein und wir kriegen keine Antworten. Wir versuchen es mal mit Diverson, weil warum nicht der Ex-Kölner? Aber die korben uns alle. Auch Stoke korbt uns. Und will Norwich nicht hergeben und will Jove nicht hergeben. Wir spielen jetzt gegen Norwich morgen, aber da werde ich noch hinsimulieren. Das heißt, das gibt es dann direkt in der nächsten Episode zum Anfang. Vielleicht
Nee, Aston Villa sagt auch, ja, hier, Rantier ist erstmal weg, und Aston Villa sagt 4,8 Millionen, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal human, damit kann man ja verhandeln, das ist in Ordnung. So, egal, das war's von dieser Episode, ich hoffe, euch hat trotz der, ja, miesen Transferpolitik und Stimmung hier gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Ich fliege jetzt in Urlaub morgen, das heißt die letzte Episode, die ich hier erstmal aufnehme, aber das passt, denke ich mal. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall den Like da, ja, schreibt einen netten Kommentar, schaut bei G-World Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat vorbei, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alter, Kane hat auch 11 Tore. Was ist denn da los bei den Spurs? Naja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.